Hallo und seid gegrüßt und wir machen hier die Mission 63 gegen den Ataman. Und ich habe hier auch gleich ein Tutorial für euch, das werde ich hier einfach mal oben links rechts verlinken. Und es gibt hier zwei Strategien, einmal kann man ihn mit einer Bestie kaputt hauen. Ich nutze dafür dann eigentlich immer Baumut, also wenn man es machen müsste, aber man mache es, ich mache es hier nicht. Oder die Strategie, die ich nutze, es gibt noch eine andere, das ist die Todstrategie, aber die würde ich nicht so ganz empfehlen, da die Erfolgsrate ja nicht hundertprozentig ist auf Tod und die Erfolgsrate wirklich etwas gering ist. Also als erstes buffen wir uns hier hoch. Wenn er zuschlägt, wechseln wir auf Tresor eben. Einfach damit der Schaden etwas geringer ist oder bedeutend geringer ist, sagen wir es mal so. Und dann wechseln wir erstmal hier wieder auf Waffen. Wir tun hier uns erstmal komplett hochwaffen. Die Zeit haben wir hier für ihn. So, wie gesagt, immer auf Tresor wechseln, sobald er irgendwie angreift. Würde ich zumindest empfehlen, da heilt man nicht so oft. Das haben wir, dann können wir hier auf Manipulator switchen und schon mal uns um das erste Bein kümmern. Wichtig ist hier einfach nur, dass die Protest drauf ist. Der Rest ist hier ganz unwichtig. Der Schock ist hier bei eben schon bei 150%, bei Adam Antamai sind es glaube ich 250, also bei ihnen sind es ein bisschen weniger. So, haben wir hier das erste Bein im Schockmodus, nutzen jetzt sofort den Formationsspalter und haben wir somit das Bein hier auch mit One-Hit kaputt. So, dann wechseln wir hier wieder gesagt auf Manipulator. Leider haben wir das hier nicht ganz so geschafft, auf Tresor zu wechseln. Aber das ist hier nicht schlimm. Wechseln wir hier auf Sturmkommando. Es reicht nur Blitzschlag, um einfach hier wieder den Formationsspalter einzusetzen. Switchen hier auf Verteidiger, damit der Schaden nicht bei uns ankommt. Er fällt zu Boden. Wenn man hier eine Bestie einsetzt, dann fällt er sofort auf den Boden. Und tut hier erstmal buffen. Gemach ist hier wichtig und Deprotus ist hier ganz wichtig. Ob man hier noch Morpe drauf macht oder Dival ist hier irrelevant. So unbedingt braucht man es nicht, aber man kann es ja trotzdem machen. Die Zeit ist auf jeden Fall dazu da. So, dann tun wir ihn hier in den Schockmodus bringen mit Blitzschlag und wechseln dann auf Sturmkommando und tun ihn dann hier den Rest einfach geben. Also man kann natürlich den Schockwerk natürlich ein bisschen nach oben setzen, damit der Schaden ein bisschen mehr ist, aber das brauchen wir hier nicht eigentlich unbedingt. So, somit haben wir ihn hier kaputt und haben hier auch die 5 Sterne erreicht.